Erfüllung durch Karma und der Beginn eines neuen Schicksals für die Menschheit. Das sind die Energien, die uns jetzt Mitte April für 6 Monate ungefähr intensiv begleiten werden. Und diese Kraft können wir richtig gut nutzen. Denn das Schicksal der Menschheit, es beginnt jetzt, sich neu zu formen und zu ändern. Wie das alles geht, wirst du in meinem Video erfahren. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal und ich bin Heilmedium und Buchautorin. Und heute möchte ich mit euch über die nächsten 6 Monate sprechen, über die Erfüllung des Karmas und des neuen Schicksals der Menschen. Denn wenn wir die Energien richtig nutzen, die uns jetzt ab Mitte April zur Verfügung stehen, können wir Großes bewirken. Ich werde euch erzählen von den Mondknoten und dem Karma und den neuen Visionen und den Downloads. Und wir werden auch eine besonders intensive Meditation am Ende des Videos machen, wo wir vielleicht schon für einige von euch, dass dies möglich sein wird, bestimmte Downloads zu erhalten. Es beginnt alles mit der Sonnenfinsternis und ich habe ja schon ein Video über die Sonnenfinsternis gemacht, aber heute möchte ich noch mal intensiv auf die kommenden 6 Monate eingehen. Denn das, was du heute, nee, nicht heute, aber ab dem 20. April für dich bestimmst, diese Vision oder dieses Vorhaben, das hat eine ganz andere Kraft und das kann dein Leben für die nächsten 18,5 Jahre verändern. Und wenn wir selbst zusammen eine ganz neue Sichtweise annehmen, die ja kommt von der Liebe, von dem Zusammenleben für die neue Welt, dann bestimmen wir jetzt in den nächsten 6 Monaten, was für 18,5 Jahre geschehen wird. Warum 18,5 Jahre? Das hängt mit den Mondknoten oder den Schicksalsknoten zusammen, die jetzt aktuell zur Sonnenfinsternis da sind für uns. Und das heißt, das Schicksal, was du vielleicht die ganze Zeit gehabt hast, das Karma, was du auf deinen Schultern trägst, das beginnt sich aufzulösen durch die Mondknoten, durch die astrologischen Konstellationen über den Skorpion zum Beispiel. Der Skorpion bringt uns diese transformierende Energie und zeigt uns erst nochmal das Karma, was sehr schwer ist. Und dann wissen wir plötzlich, ihr werdet es alle von ganz alleine wissen, dass das Karma gegangen ist, weil ihr euch dadurch nicht mehr getriggert fühlt von den Dingen, die euch früher getriggert haben. Und ich möchte euch gerade mal was ganz Persönliches sagen. Ich habe ja ein behindertes Kind, einen behinderten Sohn, der ist jetzt 40 Jahre alt. Und damals, da war das so schlimm. Es war so schlimm, als ich dann eben sah, dass er geistig und körperlich behindert ist. Und dann hat jemand zu mir gesagt, jo, das ist dein Schicksal. Und das hat mich so tief getroffen, so tief getroffen. Ich konnte bestimmt fast 10 Jahre mit niemand über meinen Sohn sprechen. So schlimm war das. Und dieses löst sich dann auf. Dieses Gefühl hat sich bei mir dann damals aufgelöst. Das heißt, ich habe dieses Karma, weil für mich ist diese Situation etwas, was ich durch gute Taten lösen kann. Und das habe ich also getan und mache ich immer noch. Ist jetzt nur ein Beispiel. Vielleicht habt ihr ja auch bei euch in eurem Leben irgendwas, was euch die ganze Zeit sehr, sehr, sehr belastet und dann überlegt nochmal, was könntest du tun, damit dann das Karma sich erfüllen kann. Also gute Taten. Gute Taten kann man oder werden das Karma lösen. Und jetzt, gerade ab dem 20. April, wird sich für viele von uns dieser Knoten dann auch einfach lösen. Und das ist etwas Wunderschönes, denn dadurch beginnt ein neues Schicksal für uns alle.
Und ich dehne jetzt mal den Begriff Karma auf die Gesellschaft aus. Da haben wir nämlich die letzten 3 Jahre, wo ein ganz schlimmes Karma aufgebaut wurde. Jetzt nicht von uns, aber von den anderen Menschen. Und aus diesen 3 Jahren sind ja Menschen sehr verletzt worden. Menschen haben Traumata bekommen. Aber auch, und das sollten wir uns anschauen, es sind Menschen hervorgekommen oder haben sich gezeigt, die nicht immer Ja gesagt haben, sondern die einfach zu ihrer Meinung gestanden haben und immer noch zu dieser Meinung stehen. Und diese Menschen wird es noch viel mehr jetzt geben und speziell diese Menschen werden uns neue Wege zeigen. Die werden unser Schicksal in die Form der Dankbarkeit, der Fülle und der Liebe bringen, nämlich in die neue Welt. Und wie wir das richtig nutzen können, das werden wir erfahren in der Meditation, wenn wir nachher uns mit den Energien der Downloads verbinden. Also es besteht jetzt ab der Sonnenfinsternis für viele von uns die Möglichkeit, nochmal einen Erwachensruf zu hören und dann auch aktiv den Schritt zu tun, den ersten Schritt zu machen, nämlich die neue Vision zu unterstützen oder einen ganz anderen Weg zu finden, plötzlich zu sehen und diesen dann zu gehen. Das heißt, die nächsten 6 Monate ist diese Energie intensiv für uns zu spüren und sie wird genau die Menschen berühren oder aufrufen, die das schon in sich tragen. Und es wird für manchen von uns dieses Erwachen eben sein. Und das ist wundervoll, denn diese karmische Erfüllung wird das, was die 3 letzten Jahre uns so sehr belastet hat, sage ich jetzt einfach mal, in die Erlösung bringen. Uns, diejenigen, die das Karma verursacht haben, das ist etwas anderes. Ich spreche jetzt von uns. Und wir werden dadurch eine neue Kraft bekommen und Lösungen finden. Lösungen für zum Beispiel diese erfundenen Krisen mancher Menschen, die uns ja sehr stark beeinflussen möchten. Und dafür wird es neue Lösungen geben, das meine ich mit den neuen Wegen, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht sehen, aber die sich dann bilden, und zwar über diese Downloads. Es werden also neue Visionäre kommen, neue Ideen werden kommen und wir haben die Möglichkeit, alles in eine ganz andere Richtung nochmal hineinzubringen. Und diese andere Richtung, das ist etwas, was wir auch am Smarana Festival zusammen machen werden. Ich habe auch durch Downloads bestimmte Energien und Techniken bekommen und bekomme immer noch bis dorthin neue Anweisungen. Das werden wir erstmals zum Smarana Festival zusammen tun, in einem ganz großen Kollektiv. Und das wird so wunderschön werden. Wenn du dabei sein willst, der Link ist unter dem Video. Melde dich an. Jetzt gibt es noch den Frühbucherrabatt. Und in einer so großen Gemeinschaft zusammenzuwirken, hat eine enorme Kraft. Und da beginnt sich das Schicksal dann so zu ändern, wie wir es in diesem Moment manifestieren. Was ganz wichtig ist, durch die Skorpionsenergie, die wir ja jetzt dann haben werden auch, er zeigt uns nochmal der Skorpion, was wir vielleicht nicht sehen wollen, aber danach bringt er es in die Auflösung. Das heißt also, von den Dingen, die noch auf uns lasten, werden wir befreit werden. Wir werden Kraft bekommen und wir werden diese Dankbarkeit in uns fühlen. Diese Dankbarkeit ist nämlich die Grundlage oder der Weg in die neue Welt. Die Achtsamkeit für jeden Moment in deinem Leben, die große Wertschätzung, Danke zu sagen, dass du jetzt in diesem Moment hier bist, dass du jetzt hier inkarniert bist. Danke zu sagen für deinen Körper, für deine Gesundheit, für deine Freunde, für die Tiere, für die Natur, für die Sonne, für den Regen, für alles Danke zu sagen und auch mal dem Nachbarn Danke zu sagen
oder einem Menschen auf der Straße anzulächeln, der dich anlächelt. Auch das ist eine Form der Dankbarkeit und bringt eine Verbindung, eine zwischenmenschliche Verbindung, die uns über die Liebe zusammenführt. Und das ist der Weg in die neue Welt. Und das ist das, was jetzt intensiv beginnt durch die Öffnung des Sonnenportals. Und wer das Video noch nicht gesehen hat, ich verlinke es euch hier oben. Schaut euch das bitte nochmal an. Und auch auf Telegram erzähle ich euch noch Details von den Dingen, die ich jetzt hier nicht erwähnen werde, weil sie vielleicht noch gar nicht da sind. Und so sind wir dann zusammen im Gespräch und können wirklich auch das Gute Neue nutzen. Und was auch noch wichtig ist zu wissen, unsere Kanalmitglieder, ihr wisst es, ihr bekommt ja jeden Monat ein Channeling, ein Webinar, was ihr dann nutzen könnt, um euch einfach auch weiterzubilden. Und ich bin sicher, dass ihr dadurch in den Genuss kommt, für euch persönlich Downloads zu erhalten. Denn es ist jetzt nicht nur die Downloads für das große Kollektiv, sondern auch persönliche Downloads werden zur Verfügung gestellt, die uns einfach die Kraft geben, weiterzugehen. Und ich bitte euch, gebt nicht auf, haltet durch, geht weiter. Denn danach, wenn wir hier durchgegangen sind, werden wir belohnt. So belohnt, dass wir uns das jetzt noch gar nicht vorstellen können. Es ist einfach etwas Wundervolles, was beginnt. Und wenn euch jetzt noch manches vielleicht durcheinander bringt, wenn die Energien zu heftig sind und ihr vielleicht, ich meine, das passiert schnell mal, aus der Mitte kommt oder euch ärgert und plötzlich raus aus der schönen Energie seid, dann nehmt einfach einen tiefen Atemzug. Und kommt wieder in eure Mitte. Besinnt euch einen ganz kleinen kurzen Moment, das reicht aus, und kommt einfach wieder in die Mitte und spürt zum Beispiel die Nähe der Engel, spürt die Nähe Gottes und seid dankbar, dass ihr hier seid und mitbestimmen könnt, wie es weitergeht. Und wir werden jetzt auch gleich diese wundervolle Meditation zusammen machen mit einer Botschaft von Erzengel. Wen werde ich denn jetzt channeln? Ich lasse mich überraschen und lasst euch auch überraschen, wer jetzt kommt. Es haben sich gleich schon wieder einige gemeldet. Ich muss mich stark fokussieren, damit ich dann nicht zu viel Engel um mich herum habe, die alle durch mich sprechen möchten. Ich werde am besten mal, wo habe ich das hier? Das hier, das sieben Erzengel Auraspray benutzen. Da sind die sieben Erzengel drin, denen ihre Energie. Und ich bin gespannt, was für eine schöne Botschaft kommen werden. Ich wünsche euch ganz viel Freude jetzt dabei. Öffnet eure Herzen und lasst euch einfach führen von dem, was geschieht. Geliebte Menschenfamilie, voller Freude spreche ich heute zu euch. Ich bin Erzengel Uriel und ich trage die liebevolle Energie der Erzengel zu euch auf die Erde. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier anwesend bist. Denn ich wurde gerufen, um dein inneres Kind in meine Arme zu nehmen und um auch dich in meine Arme zu nehmen. Ich wurde gerufen, um dich zu trösten und um dir zu sagen, ich liebe dich. Fühle dich wohl und lass dich tragen von dieser Energie. Denn ich werde dich in ein bestimmtes Energiefeld führen und in diesem Energiefeld kannst du es dir bequem machen und wir werden dann in der Lage sein, die Downloads zu empfangen.
Und wenn du bereit bist und gerne mit mir zusammen in dieses Feld hineingehen möchtest, dann gib mir bitte ein inneres Ja. Ich spüre dieses inneres Ja. Ich nehme es in meine Hände und trage dieses Ja in die Felder der bedingungslosen Liebe von Uriel hinein. Denn dort habe ich bereits für dich einen Platz vorbereitet. Und nun lass dich von deiner Seele über die Linien der Zeit zu diesem Platz tragen. Und wenn du nun mit deinem inneren Auge schaust, erkennst du vielleicht einen Tempel aus Wolken, einen wunderschönen Tempel. Wenige Stufen führen hoch die kleine Treppe, auf die du gehst, und dann kommst du sofort in den Säulengang, welcher dich hineinführt in diesen großen Raum, der golden glänzt und dich bereits erwartet. Und so nimm Platz auf dem goldenen Stuhl, auf dem Stuhl des Schicksals, den ich hier für dich vorbereitet habe. Und du spürst, in dem Moment, wo du dich hinsetzt, in dem Moment spürst du, wie dich die Energie anhebt, wie sie dich sanft umschmeichelt und einhüllt. Und wenn du die Augen geschlossen hast, wirst du spüren, wie sich dein Körper tief entspannt und wie du immer leichter wirst. Und so verweile bitte in dieser Energie und lass das, was jetzt geschieht, für dich geschehen. Denn ich, Erzengel Uriel, ich rufe das Tor der Downloads, dass es sich jetzt für dich öffnen möge. Und ich bitte dich, dein Kronenchakra zu öffnen. Du bist geschützt in diesem Raum, umhüllt von Gottes Liebe. Und das, was jetzt zu dir getragen wird, ist ganz persönlich für dich. Und so gebe ich dir ein wenig Zeit, um zu fühlen, was für dich wichtig ist. Und keine Sorge, alles, was du wahrnimmst, ist richtig und gut. Und so fließt weißes Licht in dein Kronenchakra hinein. Dieses weiße Licht verbindet deine Chakren, reinigt deine Aura und lässt dich in dem Licht der Liebe erstrahlen, wenn jetzt die Downloads zu dir kommen. Und so rufe mit deiner Stimme, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Ich gehe voran, ich gehe voran, ich gehe voran. Und so wurde der Download in dir verankert. Und du bist bereit, den neuen Weg zu gehen, den vorher noch niemand gegangen ist. Und weil wir so viele sind, werden wir diesen neuen Weg gemeinsam gehen.
den neuen Weg zu der neuen Erde. Denn dazu bist du hierher gekommen, um dies gemeinsam mit deinen Lichtschwestern und Brüdern zu tun. Und so beginnt vor dir ein helles Licht zu leuchten. Dieses helle Licht wird dir den Weg weisen, wird dir zukünftig den Weg beleuchten, den du gehen wirst. Neues darf jetzt geschehen. Neues wird jetzt geschehen. Und du gehst mit uns zusammen diesen Weg. Liebe und Licht hüllen dich ein. Liebe und Licht tragen dein Sein. Deine Seele ist frei. Und du bist bereit, gestärkt und in deiner Mitte, du spürst die Kraft der Liebe und des Lichtes. Und du spürst dein Licht, dein wundervolles Licht. Denn du bist ein Teil des Lichtes, hierher gekommen, um das Licht weiterzugeben, um das Licht zu tragen und zu halten. Und so gehe voran mit deiner Fackel des Lichtes. Du wirst begleitet von den Engeln und von mir. Wir alle sind bei dir. Wir alle unterstützen dich. Und so etabliert sich das Licht in dir, das Licht deines persönlichen Downloads. Und du darfst langsam dich von diesem goldenen Stuhl erheben und noch einmal einen tiefen Atemzug des Lichtes nehmen, um zu fühlen, dieses Wir sind viele, diese große Energie der Gemeinschaft zu fühlen, wenn du nun von deiner Seele wieder in dein Hier und Jetzt zurückgetragen wirst, wo ich dich empfange und noch einmal in meine Arme nehme, um dir zu sagen, ich liebe dich. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich von dir. Sie sollen dich begleiten. Ich liebe dich, dein Erzengel Uriel. Dann komme langsam wieder in das Hier und Jetzt zurück, bewege Hände und Füße, öffne deine Augen, schau dich um, sieht es jetzt anders aus? Du hast diese Energie der Wirklichkeit in dir, das pure Licht und die tiefe Liebe, die vollkommene Liebe aus Gottes Schöpferkraft. Sie wird dich begleiten. Smarana, ihr Lieben, Erzengel Uriel hat ein wundervolles Webinar für uns mit dem inneren Kind, für die Heilung, was auch sehr wichtig ist, für die Visionen. Denn über das innere Kind kommen die inneren Visionen zu dir, gepaart mit dem Download, eine wundervolle Sache. Wenn du weiterhin so schöne Botschaften aus der geistigen Welt erhalten möchtest, darfst du gerne meinen Kanal abonnieren, das Video liken und teilen und natürlich auch die Glocke aktivieren, damit du sofort informiert wirst, wenn ein neues Video von mir herauskommt. Ich umarme dich voller Liebe und ich danke dir, dass du heute hier warst. Bis zum nächsten Mal.